Wie peinlich ist das denn bitte? Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Omid Nuripur, hat jetzt mit einem Posting für Irritation gesorgt. Anlass war ein Vorschlag aus den Reihen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, das Grundrecht auf Asyl in der Europäischen Union abzuschaffen und stattdessen die Zuwanderung über Kontingente zu regeln. Dieser Vorstoß rief nun den Grünen-Politiker auf den Plan, der behauptet, dass eine Streichung nicht möglich sei, weil das Grundrecht auf Asyl der Ewigkeitsklausel unterliegen würde, also niemals geändert werden darf. Aber stimmt das überhaupt? Bereits 1996 hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil klargestellt, dass das Grundrecht auf Asyl nicht von der Ewigkeitsgarantie umfasst wird, also jederzeit geändert oder sogar abgeschafft werden kann. War das Posting des Grünen-Vorsitzenden also ein billiges Täuschungsmanöver? Oder kennt sich der Bundestagsabgeordnete tatsächlich nicht im Verfassungsrecht aus? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare.